Dienstag kam der Umweltausschuss der Landeshauptstadt Düsseldorf zusammen. Auf der Tagesordnung stand unter anderem das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zu Dieselfahrverboten. Der Umweltausschuss der Landeshauptstadt Düsseldorf hat sich gegen das Dieselfahrverbot ausgesprochen und will hier andere Maßnahmen zum Umweltschutz einsetzen. Wir haben seit Monaten das Thema, wie können wir die Luftverhältnisse in Düsseldorf verbessern, um die Gesundheit und die Umwelt in der Stadt zu schützen. Klar ist aber auch, wir wollen die Versäumnisse, die die Autoindustrie zu verantworten hat, die wollen wir nicht auf Kosten und auf den Schultern der Bürgerinnen und Bürger austragen und abwälzen. Wir sehen die Autoindustrie in der Pflicht, endlich manipulierte Dieselautos vom Markt zu nehmen und kostenfrei umzutauschen. Gleichzeitig machen wir als Kommune aber eine Menge, um hier die Luft sauberer zu machen. Wir haben das Handlungskonzept Elektromobilität beschlossen. Wir rüsten die Dieselbusse der Rheinbahn um. Wir sagen, die vielfahrenden Autos müssen umgerüstet werden. Die Fahrzeuge, die von morgens bis abends durch die Stadt fahren, das sind Busse, das sind Taxis, das sind Lieferfahrzeuge, die wollen wir entdieseln. Da wollen wir Elektromobilitätslösungen, Wasserstofflösungen haben. Und wir sagen auch, wir müssen selbstverständlich Fahrradverkehr und auch ÖPNV-Angebote noch besser machen, damit möglichst viele Menschen schadstofffrei und ökologisch sich fortbewegen. Aber ein allgemeines Dieselfahrverbot pauschal für alle Bürger, das lehnen wir ab, weil das würde viele Leute, auch gerade Leute mit wenig Geld, zu hart treffen und das wollen wir nicht. Das Gremium kam im Plenarsaal des Rathauses zusammen und besprach außerdem Themen wie eine Kampagne zum Klimaschutzkonzept, Kontrollen des Veterinäramts bei Tierversuchsanlagen oder den Einsatz von LED-Leuchtmitteln in Gebäuden der Stadtverwaltung. Musik